Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Hier in die Mitte haben wir etwas von tibetischen Astrologie. Es ist schon ähnlich, weil die tibetischen Astrologie hat die indischen übernommen und die chinesischen aber auch übernommen. Aber das werde ich noch erklären. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession, das wird berücksichtigt. Und weil sie anderes berechnen, ist auch andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Noera, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten hier die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche. Bevor ich aber starte, möchte ich den 12. Lebensbereich etwas ausführlicher erklären, weil du hast ganz viele Planeten hier. Und das möchte ich betonen. Hier im 12. Lebensbereich liegen die Geheimnisse. Putin hat ganz viele Planeten, war auch bei Geheimdienst. Aber nicht nur Geheimdienst und die Richtung zeigt sich die Geheimnisse, sondern in die Tiefe schauen, die Ursache an etwas erkennen, die tiefe Geheimnisse, das Leben, Lebens verstehen. Und hier sind auch karmische Themen. Und warum ist es so geheimnisvoll, diesem 12. Lebensbereich? Das möchte ich auch erklären. Hier ist Aszendent. Das ist das erste Haus oder der erste Lebensbereich. Aszendent. Und das symbolisiert dein Geburtsmoment. Und die Tierkreiszeichen, was hier befindet, ist in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist in Osthorizont aufgestiegen. Das nennt man Lagna oder Aszendent. Bei dir ist das die Steinbock. Aber jetzt zurück zu diesem 12. Lebensbereich. Bevor du geboren bist, etwa halbe Stunde oder eine Stunde vorher, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Und du hast da ganz viele Planeten. Und weil das ganz nah ist zu deiner Geburt, wirkt auf deine Persönlichkeit. Das ist die Tiefe und hat einen Einfluss auf deinen Schicksalsweg. Aber in dem Moment, wo Schütze und diese ganzen Planeten in Osthorizont aufgestiegen sind, wie ein Sonnenaufgang, du warst noch gar nicht geboren. Und du hast die Begegnung zu diesem Planeten und das ist sehr persönlich, das ist sehr vertraut, das ist sehr innig, aber das passiert ja im Mutterleib, weil du bist noch gar nicht geboren in diesem Moment. Und daran liegen diese Geheimnisse. Man könnte sagen, die haben dir etwas geflüstert. Und das liegt in deinem Verborgenen. Und das heißt, hier hast du karmische Themen, dann auch, dass du erkennst die Ursache nach etwas oder du könntest im Bereich Forschung arbeiten, weil du schaust in die Tiefe und hast einen inneren Wissen oder Begabungen oder Talenten in dir, weil da sind auch karmische Erinnerungen auch. Das sind dann auch deine Geheimnisse oder du hast
diese Ahnung, was passiert hinter verschlossenen Türen. Und das ist der Vorteil dieser großartigen Begabung. Der Nachteil ist, dass diese Energie oder diese Planeten fühlen sich so, wenn sie noch gar nicht geboren wären. Das fühlt sich so an, wenn das immer noch im Mutterleib wäre und warten drauf, geboren zu werden, befreit zu sein, ins Licht zu kommen. Weil das fühlt sich an, wie in die Schattenseite gestellt. Es sind keine Hindernisse, überhaupt nicht, sondern das ist wie ein gordischer Knoten, die warten drauf, lebendig zu sein, zeigen, auch in die Öffentlichkeit. Aber das erkläre ich bei den einzelnen Planeten auch, was kannst du da aktivieren. Die zweite Geheimnis liegt daran, in diesem 12. Lebensbereich, weil das beschreibt die ganze Schwangerschaft auch. Die Zeit von Zeugung bis zum Geburt, diese 9 Monate, diese Schwangerschaftszeit. Und das ist die Energie oder die Gefühle von deiner Mama. Das kommt auch noch dazu, dass während die Schwangerschaft passierte etwas bei deiner Mama. Kann es sein, dass es Todesfall war in die Familie oder sie hatte Angst gehabt oder war sie besorgt oder war es zu tief mit dir verbunden. Es sind nicht nur Gefühle wie Angst, also es kann auch schöne Gefühle sein, sehr intensive Gefühle, aber anderes wie eine normale Schwangerschaft. Und das überträgt sich, der ganze Gefühlszustand von die Mama auf dich, weil das Kind spürt das im Mutterleib. Und das kommt noch auch dazu. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann frag deine Mama, wie hat sie das erlebt? Hat sie Angst gehabt? Oder war sie alleine gelassen? War sie traurig? Oder passierte was in die Familie, was sie aus der Ruhe gebracht hat? Oder hat sie das ganz intensiv erlebt, die Schwangerschaft, diese Liebe zu dir? Das kann natürlich auch sowas auslösen. Aber das sind Gefühle, was du aufgenommen hast. Und das in dieser Zeit, die Schwangerschaft. Und da hast du schon einen Bezug auch zu dem einzelnen Planetenkräfte, auch zum einzelnen Gefühlen auch. Und so ergibt sich das Ganze, also Geheimnisse, geheimnisvoll, Talente, Begabungen, karmischen Themen, einigen Gefühlen, Verbindung zur Mutter während der Schwangerschaft. Und die Aufgabe ist, wie eine Neugeburt, dass diese Energie raus ins Licht zu bringen. Und jetzt schauen wir, dein Aszendent ist Steinbock. Und das bedeutet in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das symbolisiert deine Geburt. Du bist ein Kind davon. Und diese Steinbock-Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das verleiht dir eine Art Kostüm, beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal, auch der Karma, und belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister.
Und Saturn weiß ganz genau, was wir zum Lernen brauchen. Und in jungen Jahren, oder ich könnte sagen, in ersten Lebenshälfte, wirkt Saturn eher einschränkend, grenzt uns oft ein. Aber das ist keine Strafe in dem Sinne, und das kann ich erklären, wenn ich beschreibe Saturn astromedizinisch, weil genau das ist das Prinzip. Saturn herrscht über unserem Skelett, über unserem Knochensystem. Und das gibt uns Halt. Saturn herrscht auch über unsere Haut. Und Haut bringt unseren Körper in Form und schützt uns von äußeren Einflüssen. Also hat eine Schutzfunktion. Außerdem grenzt ab von äußeren Einflüssen. Und das ist das Saturn-Prinzip. Sie will uns beschützen, einen Halt zu geben, etwas in Form zu bringen, in Ordnung zu bringen, aber grenzt uns oft ein, weil hier haben wir Lernaufgabe. Und dieser Saturn herrscht über die Steinbock. Und das spüren alle Steinbockgeborenen, das spüren alle, die Steinbock-Aszendent haben, dass das Leben nicht so zuckerschlecken ist, besonders in früheren Jahren, Kindheit oder jungen Jahren. Aber das stärkt. Das braucht die Seele, das stärkt. Und im zweiten Lebenshälfte kommt alles in Form, bekommt eine Struktur und das schützt auch. Und was ich noch über Saturn erzählen kann, Saturn herrschte über den goldenen Zeitalter. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser Saturn-Symbol immer verwendet auf die Münzen, auf die Thronen. Symbolisierte auch Reichtum. Also das war die goldene Zeitalter und das war noch die paradiesische Zustand. Und Steinbock ist Erdeelement, ein Stück Paradies. Aber wie leben wir dieses Paradies? Wenn wir unsere Ziele erreichen, das ist Steinbock-Prinzip. Und da kommt noch Pan dazu. Pan herrscht auch über Steinbock und zeigt die 7-Schritte-Methode der Zielerreichung. Panflöte kommt auch von, jetzt nicht von Zielerreichung, sondern hängt zusammen mit diesem Gottheit Pan. Aber bei Zielerreichung ist wichtig, diese 7-Schritte-Methode, dass die Ziele zum Erreichen. Und wenn wir Ziele haben und haben die Geduld und Ausdauer, und das ist auch Steinbock-Prinzip, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Zielen, unseren Wünschen, Träume verwirklichen, das auch erreichen. Und dann sind wir angekommen. Und das ist Erde, das ist Realität. Und dann haben wir mal ein Stück Paradies im Leben, weil wir glücklich sind, weil wir unsere Berufung leben oder haben wir ein schönes Familienleben oder Glück in die Liebe, Partnerschaft oder leben wir unsere Wünsche, weil wir Hobbys haben, zum Beispiel. Ziele setzen, das ist das ganze Geheimnis hier bei Steinbock. Und Steinbock zeigt auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und weil das beeinflusst deine Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Sehr ernst und zuverlässig auch, ganz klar. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Besitz und die Finanzen. Unsere Wünsche sollen wir im Besitz nehmen. Unsere Herzenswünsche,
weil das macht uns glücklich. Dann auf die Werte achten. Wertschätzung anderen gegenüber, vorausgesetzt, sie haben das verdient. Und Selbstwertgefühl. Und dann kommen die Finanzen dazu. Und energetisch hängt das auch zusammen. Und auf die Sätze achten. Was vermitteln wir, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin es gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient? Dann sendet diese Frequenz raus, es ist Energie, da hat immer weniger Geld. Wenn jemand Schuldgefühle hat, dieses Gefühlszustand beeinflusst auch die Energiefelder. Was passiert? Geldverlust. Also achten, wir sollen auf unseren Gedanken achten, auf die Formulierungen achten, solche Denkmuster achten und auch auf die Gefühle achten, weil dadurch verbessert unserem Leben. Und wenn wir schon bei Werten sind, immer sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Hier auch achtsam sein, nicht sagen, ich werde das im Besitz nehmen. Sonst denken wir, formulieren wir in Zukunftsform und schieben wir von uns hinaus. Ich habe das jetzt schon im Besitz und so fühlen, dann kommen die Gefühle dazu. Und das, was hier lernst, und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Stell dir mal vor, Schütze ist Feuerelement, ist volle Begeisterung. Begeistert von dem und dem und hat verschiedene Ziele, orientiert sich mal hier, mal dort, mal überall und denkt oft, oh, das muss noch was Besseres da sein, hat auch eine optimistische Haltung. Dann übergehen wir im Steinbock, weil das ist die nächste Tierkreiszeichnung. Und die Steinbock denkt, oh, ich brauche Ziele. Gut, dann habe ich mal ein Ziel, das ist der Fokus, das ist die Orientierung. Ich brauche Geduld und Ausdauer, und egal wie steinig dieser Weg ist, ich muss da durch. Und die Steinbuch klettert bis zum Spitze des Berges. Oft ist anstrengend. Und der Wassermann sagt, für was soll ich mich anstrengen, ich bin schon oben. Und so fühlen sie sich auch. Und das gibt die Luft. Wassermann ist Luftelement. Und das ist ein Adlerblick. Die fliegen, die haben diesen Adlerblick. Und mit diesem Adlerblick haben sie einen Weitblick. Und dadurch denken sie in der Zeit voraus. Und kommt noch dazu die Ideen, der Ideenreichtum der Wassermann. Und viele Wassermann geboren, das ist auch so typisch, und das ist der Uranus-Einfluss, ganz klar, wobei Saturn wirkt hier auch. Also wenn dann die Kern der Dinge geht, dann ist Saturn-Prinzip. Aber nach außen, Uranus, einzigartig, außergewöhnlich. Das ist dieses Gefühl der Wassermann. Und wenn es um Werten geht, um dein Selbstwertgefühl, dann brauchst du dieses Gefühl. Dann fühle dich auch so, ich bin einzigartig, ich bin außergewöhnlich. Das sind deine Werte. Also nimm diese Werte in Besitz. Dritter Lebensbereich, Erinnerungen. In Kindheit, in Jugend, in Schulzeit. Wie hast du das erlebt mit deinen Geschwistern, Nachbarn, Kindern oder in die Schule? Könntest du dich da behaupten oder warst du auf die Seite geschoben? Hast du dich durchgesetzt oder hast gar nichts getraut zum Sagen? Außerdem zeigt auch, wie hast du die Informationen aufgenommen oder wie hast du dein Wissen vermittelt? Dieser Austausch. Und diese Erinnerungen zieht sich auch wie rote Faden in unserem Leben. Später haben wir andere Themen, da musst du in beruflichen durchsetzen. Oder kommt auch viele Informationen auf uns zu, das muss auch verarbeiten. Und wir vermitteln auch etwas.
All das ist hier im dritten Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Wasserelement, und das hat mit Gefühlen was zu tun. Du hast immer Mitgefühl gehabt für andere. Es war schwierig, dich zu durchsetzen. In die Schule warst du sehr kreativ, künstlerisch begabt. Das ist Fischen, aber oft verträumt. Ich könnte vorstellen, dass der Lehrer gesagt hat, du bist gar nicht da. Und nicht, weil du nicht konzentrieren kannst, mit Steinbock Aszenden kannst du schon konzentrieren, aber das ist die Träume, die Visionen. Und das ist sehr lebendig und das hast du in Schulzeit auch so erlebt. Aber auch die künstlerische Begabung, das ist Fischen. Aber betrachte eins, in diesem Sternbild sind zwei Fischen und sie schwimmen im Wasser. Und dieser Wasser symbolisiert die Gefühle. Und die eine Richtung ist, und das ist die eine Fisch, wo ständig Angst hat. Angst und zweifelt an sich selbst. Und dann hat Selbstmitleid und andere leiden auch mit. Vielleicht sogar die Neigung da, das auch zu genießen. Aber endlich bekommt man Aufmerksamkeit. Das ist die eine ganz extreme Richtung. Das muss nicht so weit gehen, dass man Selbstmitleid hat, aber ängstlich und Angst blockiert. Und die andere Richtung, und das ist hier dann Neptun-Energie, und Neptun ist der Gott des Meeres. Und dieser Meer symbolisiert die Träume und Visionen. Wenn du dich behaupten möchtest in dein Leben, dann brauchst du diese Traum oder Träume und Visionen. Und das, was du hier lernst, hier lernt man etwas. In Kindheit, in Jugend ist die Schule, später als Erwachsene die Schule des Lebens. Du brauchst Träume, Visionen. Und wie verwirklichst du das? Wenn du das glaubst, wenn du daran vertraust und kannst loslassen, geschehen lassen, dann kommt es im Fluss. Und das heißt Vertrauen, das Fluss des Lebens, ohne Angst. Hier im vierten Lebensbereich sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, unserem Zuhause. Aber alles, was mit Immobilien zusammenhängt oder Inneneinrichtung. Hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Wieder symbolisiert immer wieder Neuanfänge und ich könnte gut vorstellen, dass öfters mal ein Wohnwechsel oder Umzug in dein Leben kommt. Wieder kann auch eine Herausforderung sein, weil hier muss man sich behaupten. Und das gibt dir aber die Basis, die Fundament. Du brauchst die Wiederkraft, diese Wiederenergie, weil mit dieser Kraft von hier ist die Fundament, hier ist die Wurzel des Baumes. Und von diesem Energie aus wächst und dehnt alles. Die Wider ist die Begeisterung, das ist Feuerelement. Wider kann man schnell von etwas begeistern. Und kommt noch dazu, die Kraft und die Mut voranstürmen, das ist Wiedereigenschaft. Und das bedeutet für dich, wenn du was vorhast, dann zeig auch Kraft und Mut und tue das, nicht warten, sondern aktiv zu sein. Das hilft dir im Leben. Im fünften Lebensbereich ist die Kindheit, das innere Kind,
aber auch deine Kinder, später Enkelkinder. Und hier lernen wir etwas von den Kindern, spielen. Entweder viele Dinge im Leben spielerischer betrachten oder Schauspiel, das ist das Bühne des Lebens. Und hier ist die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie, etwas gestalten in unserem Leben. Das kannst du so vorstellen, dass das Leben wie ein Theaterstück und du wählst diese Bühne aus, du dekorierst es, du wählst die Kostüme aus, die Schauspieler, du schreibst die Drehbuch, du führst die Regie und du spielst die Hauptrolle in dein Leben. Wenn du diese schöpferische Kraft verspürst, diese schöpferische Energie und das spielerisch gestalten kannst wie die Kinder, dann hast du diese Lebensfreude, weil dieser fünfte Lebensbereich zeigt auch Lebensfreude. Oder wenn du in Richtung Kunst, Kreativität arbeiten möchtest, dann brauchst du genau die Energie, was hier ist. Hier im fünften Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier gibt dir die Ruhe, die Gelassenheit. Außerdem, die Stier genießt es alles. Und das sollst du auch tun. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und das ist die Planet der Kunst, Kreativität, Schönheitssinn. Und du brauchst hier die Venus-Energie. Das hast du. Nicht nur brauchst, du hast das hier. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Und das heißt Realität. Du kannst deine Träume verwirklichen. Stier nimmt etwas in Besitz. Die Talent ist da, also nimm das in Besitz. Und Stier steht auch zum Geld. Also kannst damit auch Geld machen. Die sechste Lebensbereich zeigt die Alltag, die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Hier hast du die Zwillinge. Wie kannst du deinen Alltag bewältigen? Worauf solltest du achten mit diesem Zwillingsenergie? Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus, die liebte Frauen, die liebte schöne Frauen. Und Zeus verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger und gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, ich kann meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen und wir bleiben zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt und hat beiden unsterblich gemacht. Und sie leuchten im Tierkreiszeichen Zwillinge, Kastor und Pollux. Die sind die Hauptsterne diesem Sternbild. Und das zeigt uns etwas, damit wir das auch verstehen, um was geht. Wir haben eine Seele und unsere Seele ist ein Teil von der Schöpfung. Und so stehen wir mit Gott in Verbindung.
Das ist eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist Pollux. Und dann haben wir natürlich den anderen Teil, Castor, weil unsere Seele hat einen Schicksalsweg ausgesucht. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Also sterblich. Und das ist dieser sterbliche Teil in uns, weil irgendwann kommt die Zeit, wo wir dann sterben und verlassen wir unseren Körper, verlassen wir die Erde, verlassen wir Materie. Das ist der Teil Castor. Aber die Zwillinge zeigen uns, dass wir eine Seele haben. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und wir verspüren Gott in uns. Und das ist die Quelle, diese göttliche Quelle. Das ist Intuition. Und dann spüren wir die göttliche Energie und können wir uns inspirieren lassen. Und dann kommt diese kindliche Natur von den Zwillingen dazu. Und mit dieser Energie kannst du deinen Alltag bewältigen und hilf bei der Arbeit. Weil die sechsten Lebensbereich hat auch mit Arbeit was zu tun und unterstützt den Gesundheitszustand. Jetzt stell dir vor, in dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen. Das war dein Geburtsmoment. Und in diesem Augenblick schaust in Westhorizont. Das liegt genau gegenüber. Und im Westhorizont erblickst du einen Spiegel. Also hast du hier einen Spiegelblick. Und was siehst du dort? Dein Seelenpartner, genau. Und dieser Bereich ist die Tierkreiszeichen Krebs. Und das heißt, in deinem Geburtsmoment ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang und im selben Moment in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang, die Tierkreiszeichen Krebs. Und das öffnet den Tor zur Partnerschaft. Weil das wie ein Sonnenuntergang unterging, geht es aber nicht verloren, sondern das ist in unserem Unbewussten, weil die untere Teil des Horoskops symbolisiert das Unbewusste und das obere Teil symbolisiert das Bewusste. Und hier öffnet sich das Tor zum Partnerschaft, beschreibt auch die Umstände, in welcher Art und Weise begegnet euch. Wasserelement. Krebs ist Wasserelement, hat mit unseren Gefühlen zu tun und das ist in unserem Inneren. Und das symbolisiert auch die Intuition. Und die Krebs hat die feinen Gefühle immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Verspürt auch, wann soll etwas geboren werden. Und hier wird etwas geboren. Und das öffnet sich die Tür zur Partnerschaft. Und es ist sehr liebevoll, familiär, beschützend. Und es ist die Krebsenergie. Die achte Lebensbereich heißt Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall und erbschaftlichen Themen auch was zu tun, aber beschreibt eher, es muss etwas absterben in unserem Leben, damit es weitergeht. Das Loslassen. Und das ist die Wandlung. Hier ist die Transformation, diese ganzen Prozesse, die Erneuerungsprozesse. Hier hast du die Löwen. Und die Löwe hilft bei deiner Selbstfindung. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne symbolisiert unserem Selbst. Nicht nur das, sondern das ist auch Auge.
sondern steht mit unserem Auge in Verbindung. Etwas sehen, etwas erkennen. Das ist unserem Selbst. Außerdem, die Sonne steht in Verbindung zu unserem Herz. So wie die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist, so ist die Herz das Zentrum unserem Körper. Und hier die Herzensangelegenheiten leben. Und das ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, das ist auch die Berufung, die Hobby, die Natur, die Kinder, alles was du liebst, sollst du leben. Und das ist hier der Prozess, die Erneuerungsprozesse, was hier die Löwe zeigt. Außerdem Löwe steht in Öffentlichkeit, ganz klar steht im Mittelpunkt. Und das kannst du hier transformieren. Dazu muss aber vieles einschlafen lassen, absterben. Zum Beispiel Gedankenmuster, was dich stören zum Erfolg. Oder Kontakte, die dich bremsen. Oder Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Alles, was im Weg liegt, was dich hindert, diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Neunter Lebensbereich hat mit Ausland was zu tun, mit Reisen, auch mit höheren Bildung und Spiritualität. Und hier hast du Jungfrau. Und das heißt, dein Wissen, dein Können, also du lernst auch schnell, du verstehst es auch und du kannst es auch sortieren, einordnen. Jungfrau kann das ganz gut. Jungfrau ist klug. Und auch bei dem spirituellen Weg, auch du weißt es ganz genau, was du brauchst, welchen Weg möchtest du gehen. Du trennst Spreu von Weizen. Außerdem Jungfrau ist auch bescheiden und hat auch eine Heilenergie. Die ganze Heilung steht schon in Verbindung zum Jungfrau. Jetzt sind wir im Krone des Baumes und das zeigt, wie erreichst du deine Ziele. Dann zeigt, wie bekommst du Anerkennung, Respekt, Ansehen und wo liegt deine Berufung. Und hier hast du die Waage. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht auch Venus, Kunst, Kreativität. Das ist die Berufung. Könnte ich vielleicht noch vorstellen, Diplomat zu sein oder Jurist? Das kann die Waage auch sehr gut, sehr diplomatisch oder vertritt die Gerechtigkeit. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass hier um Kunst und Kreativität geht. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften. Hier hast du Skorpion. Und die Skorpion zeigt die Transformation, die Kundalini-Energie. Das ist eigentlich die Kundalini-Energie, was hier im Skorpion ist. Und das sind die Gefühle, das sind unsere Gefühle. Und Skorpion ist auch Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und das ist wie zwei Systeme. Es sind positive Gefühle und es sind negative Gefühle. Die eine hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz klare Trennwand dazwischen. Zu positiven Gefühlen gehören Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Liebe. Und zu negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Neid, Eifersucht, Hass. Das sind die negativen Gefühle. Die allerschlimmste ist natürlich die Hass und das ist auch zerstörerisch. Und das müssen wir mal so trennen, die zwei Systeme. Und wenn wir unterwegs sind bei negativen Gefühlen, und das kennen wir auch alle, wir haben immer wieder mal Angst. Oder wir zweifeln an etwas. Oder haben wir mal Schuldgefühl. Haben wir mal Wut. Dann sind wir im negativen Bereich. Das ist so Grauzone. Es ist nicht zerstörerisch. Aber das blockiert auch. Das heißt, das ist die eine Schlange in diesem Kundalini-Energie. Das zieht alles nach unten und blockiert und macht unbeweglich.
Und davon sollen wir uns befreien. Und wenn das gelingt und wir leben angstfrei, ohne Schuldgefühlen, ohne Zweifel, und übergehen wir in die anderen Systeme, dann begegnen wir mit dem zweiten Schlange. Und das ist die Heilung, dann steigt die Energie nach oben. Und das, was wir brauchen, Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit und Liebe, das ist göttlich, das ist schöpferisch. Und diese Wandlung zeigt die Skorpion. Und hier herrscht auch Pluto. Und Pluto sagt alles oder nichts. Verabschieden von Angst oder Zweifel und Schuldgefühlen. Und übergehen wir auf den positiven Gefühlen. Wie? Das ist die Frage. Die Gefühle sind da. Entweder nehmen wir das mit Humor und begrüßen wir. Hallo liebe Angst, schön, dass du da bist, hast mich wieder besucht, aber weißt du was? Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht und tschüss. Und verabschieden davon und lachen darüber. Oder umdenken. Sofort umdenken in eine andere Richtung, was uns begeistert. So kann man das transformieren. Das sind Erneuerungsprozesse. Und wenn du das kannst, dann kannst du deine Hoffnungen und deine Träume leben, weil das sind die Wünsche. Jetzt sind wir bei dem 12. Bereich, Lebensbereich. Hier hast du die Schütze, das habe ich erklärt. Sonne befindet sich im Schütze. Das ist dein Selbst. Natürlich bist du sehr geheimnisvoll. Und Sonne ist auch die Augen, du siehst auch Geheimnisse und du schaust auch in die Tiefe und du erkennst es auch. Aber wie lebst du dein Selbst? Wenn du wie ein Neugeburt dich in die Mitte stellst, nicht verstecken, sonst ist die Sonne in die Schattenseite und Sonne ist die Licht, möchte im Mittelpunkt sein. Sonne symbolisiert auch Vater. Das kann auch Vaterthemen sein und kannst vielleicht in dem inneren Kind arbeiten. Mond befindet sich im Wassermann. Mond zeigt deinen Gefühlen und hier ist für dich wirklich das, dass du Wertschätzung bekommst. Das braucht dein Gefühl. Mars befindet sich in Skorpion. Und das ist deine Kraft. Und Mars herrscht über den Skorpion. Pluto auch, aber Mars auch. Und du hast diese Kraft. Mars ist auch, Pluto aber auch, die Überzeugungskraft. Nicht aufgeben, wenn du was vorhast. Außerdem, Mars bedeutet auch der Mann. Der Mann. Und der erfüllt deine Wünsche. Merkur hat mit deiner Kindheit, Jugend was zu tun. Merkur symbolisiert diese Zeit, aber auch die Handlungen, die Gespräche. Merkur ist auch im Schütze. Und das heißt, arbeite an deinem inneren Kind, befreie dein Kind. Und das ist dann jetzt nicht dein Kind, sondern dein inneren Kind. Fühl dich frei. Betrachte vieles spielerisch im Leben oder pfleg dein inneren Kind und sag immer, wow, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich, das stärkt dich. Und das ist dann die, wie ein Neugeburt, wirklich wie ein Neugeburt. Merkur hat mit Wissen auch was zu tun und das heißt, du hast ein tiefgründiges Wissen. Bist auch sehr intuitiv und vieles kommt von früheren Leben. Hier ist auch Karma und du hast diese Erinnerungen und ja, du weißt auch die Geheimnisse des Lebens. Jupiter ist die Weisheit, zeigt aber deine inneren Größe auch. Und wenn du damit bewusst bist, bringt dir Glück im Leben,
Jupiter ist auch hier im Schützen. Und Venus, das ist deine Weiblichkeit, aber auch die Begabung zum Kunst und Kreativität. Und das ist auch hier im Schütze. Ganz viel Energie hier. Deswegen habe ich Anfang gesagt, ich beschreibe das ein bisschen näher, was das alles auslöst und bedeutet. Schütze hat auch mit Ausland was zu tun. Und ich könnte gut vorstellen, dass dein Schicksalsweg zum Ausland führt. Saturn ist rückläufig und das zeigt karmische Themen. Diese Rückläufigkeit sind die karmischen Erinnerungen. Saturn ist im Stier. Hier hast du die Lernaufgabe, deine schöpferische Energie zum Leben, aber auch dein inneren Kind zum Leben. Etwas schöpferisch gestalten. Die Bühne, du brauchst die Bühne, ganz klar. Und das zeigt, Saturn bringt das in Form. Das gibt dir Halt, Sicherheit, Stabilität im Leben. Und weil rückläufig ist, da hast du auch Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Vielleicht hast du im früheren Leben nicht diese Erfolge erlebt und jetzt hast du diese karmische Lernaufgabe, befreit zu sein. Gestaltet es und du erlebst es, weil das sind die Erinnerungen da und das ist für dich die Befreiung. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und das bringt dir Veränderungen im Leben. Das ist entweder die spirituellen Weg oder Ausland oder beides. Ich würde sagen beides. Und Uranus sorgt dafür, ungewöhnliche, außergewöhnliche Lebensumstände erleben, außergewöhnliche Kontakte zu haben und das heißt du im Ausland. Neptun ist der Planet der Künstler. Neptun ist im Tierkreiszeichen Skorpion. Und das zeigt, du hast einen Traum. Du hast diese Hoffnung und du sollst es nicht aufgeben. Du sollst an diese Vision, diesem Traum auch glauben. Und Pluto ist in Jungfrau. Pluto ist auch rückläufig. Da kommen karmische Erinnerungen und das führt dich zum Ausland. Und jetzt kommt Rahu und Ketu. Was ist das? Die beiden bilden sich eine Drache. Keine Angst vor den Drachen. Drache erscheint überall in Mythologie. Und Drachen, dieses Symbol, ist auch als Sternbild im Himmel. Und das sagt uns etwas. Erstens bedeutet die Drache unsere Ängste. Und der Drachentöter, diese Geschichte, zeigt auch, wie wichtig das ist, angstfrei leben. Astrologisch müssen wir die Drache zusammenfügen, weil das ist in zwei Teilen. Und hier haben wir so karmischen Weg. Unsere Seele macht diese Erfahrung. Und die eine Teil von diesem Drache, das ist die Drachenkörper, das ist Vergangenheit, das sind die Erinnerungen. All das, was im früheren Leben oder mehreren früheren Leben erlebt haben. Und diese Erinnerungen hast du in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das hat mit deiner Arbeit was zu tun. Und die Zwillinge ist für dich vertraut. Und das kennst du schon. All das, was dich unterstützt von Zwillingen, dieses Bewusstsein, die Leichtigkeit, das Spielerische, das sollst du bewahren, behüten, da sind Schätze da. Und vielleicht etwas, wo die Luftelement auch neigt, das zu verspielen. Das sollst du vielleicht loslassen, dass du deine Chancen, deine Möglichkeiten diesmal nicht verspielst, sondern dass du befestigst es. Und das zeigt auch Saturn und das unterstützt auch dein Steinbock-Aszendent. Und das ist die Vergangenheit. Und dieser Drache hat auch einen Kopf. Und das, was die Seele sucht, ich könnte so witzig sagen, oh, wo ist der Kopf überhaupt?
Und im Horoskop ist das gezeichnet und das kann ich auch erklären und zeigen. Der Drachenkopf ist hier im Schütze. Und das, was deine Seele sucht, dieses Potenzial zu befreien, das ist deine Befreiung. Und das, da hast du karmische Themen. Was ist das genau? Dein Selbst zu leben, dein Handeln, deine Weisheit, dein Wissen und deine künstlerische Begabung. Und die Liebe auch. Venus hat mit Liebe auch was zu tun. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Und das heißt, Mond ist ein Mann in der indischen Mythologie und hat 27 Frauen. Dazu die Geschichte. Der Mond verliebt sich an Rohini. Rohini ist so schön und jung und unschuldig, symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, naja gut, du kannst meine Tochter verheiraten, aber du musst die Geschwister auch heiraten. Und Mond heiratete alle 27 Geschwister, alle Frauen, und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Aber die große Liebe ist das natürlich Rohini. Und wir schauen mal an diese Mondhäuser. Dein Aszendent ist Steinbock und dieser Mondhaus heißt Tanishta. Und da kommt ein Satz, jetzt ist das Latein, aber das symbolisiert dieses Mondhaus. Nomen est omen. Das heißt, Voraussage, gib einen Namen dazu. Was willst du genau erreichen? Bezeichne das konkret. Und hier hast du alchemistischen Prozesse. Das heißt, Ziele setzen, aber bring das auf den Punkt. Benenne das. Und das ist wie eine Voraussage. Genauso kommt das auch. Sonne befindet sich im Schütze und das Mondhaus heißt Purvashada und heißt dein Selbstleben und dein Zentrum. Die Zentrum in deinem Leben sind deine Wünsche und Bedürfnisse und das sollst du nicht aufgeben. Dein Mond ist im Wassermann, dieses Mondhaus heißt hier, hat mit Finanzen auch was zu tun. Und das entspricht auch deinen Gefühlen. Dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Und in diesem Bereich, wo Mond hier im Wassermann befindet, sind so viele Glückssternen. Glückssternen sind da. Und trotzdem heißt dieser Mondhaus 100 Ängste und 100 Glück. Das heißt, wenn du Angst hast, dann hast du diese Hindernis, dann kann dieser Glück nicht kommen. Und hier handelt sich um Finanzen, aber auch deinen Werten. Also versuch die Ängste loslassen und steh zu deinen Werten, nimm das alles in Besitz und diese Mondenergie bringt dir Glück. Mars ist im Skorpion und dieses Mondhaus heißt Anuradha und in indischer Astrologie heißt Glück. Ein glückliches Lebensweg. Und die indischen Astrologen sagen dazu, auf Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Und die Mars-Energie hier im Skorpion entweder bedeutet die Überzeugungskraft, dass du ein glückliches Lebensweg hast und auch Wohlstand, das ist das eine, dann lebst du deine Wünsche und diese Hoffnungen nicht aufgeben. Aber Mars bedeutet auch ein Mann und dieser Mann bringt dir Glück und Wohlstand. Merkur ist im Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula, Venus auch im Schütze, auch im Mula. Also auch Merkur, auch Venus ist im Mondhaus Mula und das heißt Wurzel. Verankert zu sein. Bei Merkur-Energie ist die Kindheit. Du brauchst diese innere Stärke, das innere Kind zu pflegen, weil das gibt dir den inneren Halt,
die Halt im Leben und auch die, in die Tiefe zu schauen. Und bei Venus-Energie ist auch dein Wurzel, das ist deine Weiblichkeit und auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Begabung, deine Begabung zum Kunst, das ist dein Wurzel, das ist die Basis in dein Leben und da sollst du hinschauen, in diese Tiefe zu schauen. Jupiter ist auch im Schütze und dieser Mondhaus heißt genauso wie die Sonne, Purvashada, dein Selbst zu leben und die Zentrum ist deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Saturn ist rückläufig im Stier und dieser Mondhaus heißt Rohini und das kommt in Form, das ist Schicksal, du bist die Rohini für jemand, die große Liebe, die Morgenröte. Uranus ist im Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Chitra und das heißt Balancepunkt, du brauchst die inneren Gleichgewicht und wird von Spica bestrahlt und diesem Stern ist die Weizen-Ehre der Jungfrau und zeigt, es trägt Früchte und diese Veränderungen kommen in dein Leben. Neptun ist der Planet der Kunst, der Künstler, befindet sich im Skorpion im Mondhaus Anuradha und das heißt Glück. Glück, Elefanten reiten und das ist das Glückssymbol und Wohlstand. Durch Kunst hast du Glück im Leben und auch Wohlstand. Pluto ist rückläufig, also hast du hier karmische Themen, vielleicht auch Lernaufgabe, ist im Mondhaus Hasta, im Jungfrau, aber die Mondhaus heißt Hasta, Hasta und bedeutet Hand und Handlungen. Und du handelst im Ausland. Die Jungfrau ist im Ausland. Und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix ist die Weinleserin und symbolisiert auch Früchte. Das trägt Früchte. Und auch Lebensfreude, die Bühne, die Festbühne, Lebensfreude, Lachen. Das ist Vindamiatrix, die Weinleserin. Rahu ist der Drachenkopf, das, was deine Seele sucht als Befreiung, als karmischen Themen hast du, ist im Mondhaus Purvashada, dein Selbst zu leben, deine Wünsche soll zum Erfüllung gehen, deine Bedürfnisse. Das ist der Drachenkopf, das in die Richtung bewegt sich deine Seele. Ketu ist im Zwillinge, dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Und da hast du Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Sirius ist die hellste Stern im Himmel, leuchtet wie ein Diamant. Die hellste Stern. Und da hast du die karmischen Erinnerungen. Du leuchtest wirklich wie ein Diamant. Andere sehen das, nur du nicht, weil du fühlst dich so wie in die Schattenseite. Hier brauchst du wie eine Neugeburt. Jetzt die Verbindungen. Uranus bestrahlt wunderschön dein Aszendent, dein Auftreten, wie du wahrgenommen bist. Bist du einzigartig, außergewöhnlich, das ist Uranus-Energie. Sonne steht mit Rahu in Verbindung, sie wirken zusammen. Wenn sie hier in eine Konjunktion bilden, das heißt, die Sonne war auf diesem karmischen Knoten in dein Geburt und du lebst dein Selbst. Wenn du das alles im Licht bringst, in die Öffentlichkeit, in den Mittelpunkt und lebst deine Wünsche und deine Bedürfnisse, das ist dann ist die Selbstausdruck. Mars steht mit Neptun in Verbindung. Sie wirken auch zusammen. Es kann sein, dass du hier Erinnerungen hast in früheren Jahren. Und Neptun hat zwei Seiten. Eigentlich Neptun zeigt die Träume. Und dieser Mann erfüllt deine Träume. Aber in früheren Jahren kann das so wirken, dass du
bestimmte Traum gehabt hast und es wurde nicht erfüllt und das hat dich enttäuscht, solche Lebenserfahrungen hast du, dann entsteht eine gewisse Angst, oh, ich werde wieder enttäuscht. Aber dieser eine bestimmte Mann, dein Seelenpartner, wird deine Träume erfüllen und alle anderen kannst vergessen. Jetzt noch zum tibetischen Astrologie. Und das hat so viele Symbole in diesem Bild. Und das heißt, du brauchst die inneren Gleichgewicht, dann schaffst du immer einen Neuanfang. Nach außen brauchst du, kommt die Wachstum und brauchst diese Sicherheit und Stabilität, auch dieses sicheres Auftreten. Es muss nicht immer alles stürmisch vorangehen, aber Selbstsicherheit, ein selbstsicheres Auftreten und immer Bewusstsein, das trägt Früchte, da kommt Wachstum, auch wenn es langsam geht. Aber die Wachstum ist da, bringt es nach außen. Dein Wesen zeigt hier dieses Bild, viel Blau und diese blaue Farbe symbolisiert die Gefühle, deine Träume, dein Unbewusstsein, deine Intuition. Dann hast du hier die gelbe Farbe, das gehört zum Holzelement, das ist die Wachstum. Wenn du deine Träume lebst, wenn du intuitiv bist, wenn du deinen Gefühlen in Ausdruck bringst, dann kommt auch die Wachstum. Und hast du etwas Rot dabei, das ist dann die Feuerelement, das ist die Begeisterung. Jetzt die Zahlen. Hier die Zahl 6 ist deine Glückszahl. Die Zahl 6 bringt dir Glück im Leben und symbolisiert dir Erinnerungen, auch karmische Erinnerungen und kommt die Metallelemente dazu. Und das heißt, hier kommt Klärung, Aufklärung, ein Reinigungsprozess. Die Hauptthema in dein Leben ist hier in die Mitte die Zahl 9 und die Feuerelement. Und das heißt, wenn dich etwas begeistert, das ist Feuerelement, dann stoß nicht an deine Grenzen, sondern mach einen Schritt weiter und zeig diesen Mut, diese Kraft, du gibst es nicht auf. Und das ist die Hauptthema in dein Leben, das Nicht-Aufgeben. Und dein Schicksalzahl ist hier die 3 mit blauen Farben, was die Wasserelemente symbolisiert. Und das heißt, von dir, von deinem Inneren heraus, von deinen Gefühlen heraus, intuitiv, kannst du aus dich herauswachsen. Und das ist das Schöpferische in dir. Was noch erzählt dieses Bild? Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen und es öffnet sich für dich eine Tür in dein Leben, so dass deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Wünsche erfüllen kannst. Dein Glückselement hier, diese Wasser-Wind-Feld und das trägt dich, die Wasser trägt dich. Das ist dein Glück und wird auch von, die ganze Symbol wird von Jupiter beherrscht. Und Jupiter ist die Wachstum und bringt Glück in dein Leben. Aber was dich trägt, das ist das Wasserelement und das sind deine Gefühle, deine Träume, das Unbewusste, auch deine Intuition. Du bist ehrgeizig. Und du spürst die richtigen Momente im Leben. Wann ist der richtige Moment zum Handeln? Du kannst auch warten, weil du möchtest auch erstmal Sicherheit, Stabilität. Und du verstehst auch, dass viele Dinge Zeit braucht oder geht etwas langsamer voran und du arbeitest daran. Aber wichtig ist, dass du mutig bist, dass du nicht aufgibst, dass du weitermachst. Und auch wenn das ein langsames Wachstum ist, dass du daran vertraust. Weil so erreichst du deine Ziele, so erreichst du deine Wünsche und das gibt dir die Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühl und auch die Stabilität. Liebe Noera, so könnte ich
dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag, und ich bedanke mich für deine Großzügigkeit. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute, alles Liebe von Dendera.